Mein Name ist Victoria Lappo. Ich bin 27 Jahre alt oder jung. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das sehen wollt. Und komme aus München, bin hier auch live in München. Und seit 2017 bin ich bei der Allianz tätig als Kundenbetreuerin, habe mich, wie schon gesagt, spezialisiert auf junge Leute und genau, habe da super viel Spaß in dem Beruf. Ich habe sehr viele Freiheiten, bin auch sehr überzeugt von der Allianz, weil man alle Möglichkeiten hat, ja, die man haben kann. Und so ein kleiner Seitenkommentar, falls ihr auch ein Teil von der Allianz werden wollt, könnt ihr mich natürlich auch dazu gerne kontaktieren. Ich kann euch da super gerne vermitteln oder auch mehr erzählen, wenn euch da ein bisschen was dazu interessiert. Möchte jetzt aber auch nicht zu lange auf mir oder bei der Allianz hängen bleiben, sondern wird auch direkt mit euch weitergehen, worum es heute geht. Ich habe einen kleinen Fahrplan erstellt. Wir haben nur die 45 Minuten Zeit, deswegen versuche ich das alles so kompakt, wie es nur geht, zu verpacken. Und gehe heute auf zwei Themen ein. Zum einen eben, welche Etappen begleiten junge Leute im Start ins eigenständige Leben, sagen wir es mal so. Und als zweites, wenn es um Versicherungen geht, auf was müsst ihr beachten, auf was müsst ihr aufpassen? Genau. Fangen wir mal an. Eure erste Wohnung. Und ich habe mir meine häufigsten Aussagen zur Versicherungssituation in der ersten Wohnung mal zusammengeschrieben oder für euch zusammengeschrieben. Ja, ihr vorlesen brauche ich euch das ja wahrscheinlich nicht. Die erste Aussage hat mich tatsächlich auch selber getroffen. Ich bin damals ausgezogen, recht schnell, mit 18 schon. Und der Vermieter wollte direkt von mir eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung sehen. Ich kannte keine Hausrat und Haftpflicht kannte ich von der Autoversicherung. Das war so das Einzige, was ich davon wusste. Und ich schätze mal, es geht vielen so. Und dadurch, dass Hausrat und Haftpflicht für die erste Wohnung so der Grundbaustein sind, würde ich euch da auch gerne einmal kurz mitnehmen, um euch da ein bisschen den Unterschied zu erklären und auch nochmal zu erklären, worum es geht. Und zwar, die Hausratversicherung hat gar nichts mit einem Haus zu tun, weil das hört man auch oft. Ich habe noch gar kein Haus und wozu brauche ich eine Hausratversicherung? Die Hausratversicherung, die schützt alle Sachen in eurer Wohnung, sei es Kleidung, Möbel, Fernseher, Technik, Wertsachen, alles. Wenn ihr eine Wohnung umdreht, alles, was rausfällt, ist euer Hausrat. Und die Versicherung schützt euch gegen Gefahren wie Einbruch, Diebstahl, Brand, Wasserschäden und so weiter. Auf der anderen Seite steht die Haftpflichtversicherung. Ist meiner Meinung nach auch ein super wichtiger Grundbaustein. Die schützt euch nämlich davor, wenn ihr jemand anderem einen Schaden zufügt. Das ist in Deutschland auch gesetzlich geregelt. Ihr macht was kaputt, ihr müsst es ersetzen. Und ähnlich wie beim Auto, oder es ist auch gleich wie beim Auto, bei der Autoversicherung baut ihr einen Unfall, zahlt eure Auto Haftpflicht. Und die private Haftpflicht zahlt halt alle anderen Schäden. Und ja, da hört man auch oft, naja, wenn was passiert, dann zahle ich das halt. Man darf nur nicht vergessen, dass wir halt in einer Zeit leben, wo ein iPhone mittlerweile schon um die 1.000 € kostet. Und im Verhältnis dazu, klar, Versicherungspreise variieren, aber so eine Privathaftpflicht kostet um die 70 bis 90 € im Jahr. Und ob ich da jetzt wirklich Lust habe, dieses Handy für 1.000 € zu bezahlen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ist eine gute Sache. Was da auch nochmal wichtig dazu zu sagen ist, dass es
für euch vor allem jetzt wahrscheinlich wichtig. Seid ihr noch in der Ausbildung? Seid ihr noch im Studium? Seid ihr noch in der Schule? Seid ihr sehr wahrscheinlich noch über die Eltern versichert? Das ist ein Thema, das müsst ihr abklären. Und zwar geht das dann auch über die Laufzeit des Studiums oder über die Laufzeit der Ausbildung. Und anders als bei der Autoversicherung müsst ihr da auch keine Angst haben. Die private Haftpflichtversicherung steigt nicht im Preis, nur weil ihr mal einen Schaden habt. Genau, ist auch noch ein wichtiger Punkt, der oft aufkommt. Und in dem Thema will ich mich jetzt auch gar nicht zu lange aufhalten, wird auch direkt mal weitergehen, denn wer sich eine Wohnung leisten will, muss wahrscheinlich auch mal ins Berufsleben starten. Und da habe ich euch ein Bild von den Versicherern mitgebracht, was Versicherungen wirklich einfach erklärt. Ich fand das super selbsterklärend. Zur Weihnachtszeit hatten die das gemacht und möchte jetzt mit euch auch noch auf die unteren zwei Punkte einmal kurz eingehen. Einmal auf die Berufsunfähigkeitsversicherung und einmal auf die Altersvorsorge. Berufsunfähigkeitsversicherung, ich sage zwei, drei Worte dazu, falls ihr euch denkt, was ist das für ein verbrannter Lebkuchenmann? Die Berufsunfähigkeitsversicherung schützt euch in eurem Beruf. Ich will hier euch auch so ein paar Mythen rausnehmen. Sehr viele sagen oft, ach Mensch, das ist super teuer, das kann ich mir nicht leisten. Da ist es wichtig, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die berechnet den Preis nach Alter und nach Gesundheitszustand. Bedeutet, je früher ihr damit anfangt, desto günstiger ist die natürlich auch. Und ich hoffe, wenn ihr jetzt jung seid, seid ihr auch noch alle gesund. Und werdet da auch nicht noch irgendwie Probleme haben. Das geht natürlich auch im Studium und in der Ausbildung und in der Schule schon. Bedeutet, wenn ihr in der Ausbildung seid oder im Studium, könnt ihr euren Beruf für später absichern. Genau. Und ich habe es jetzt gerade gesehen, ihr könnt auch während dem Vortrag, tut mir leid, das hatte ich jetzt vergessen, noch Fragen stellen. Da ist so ein Chat-Button unten. Falls irgendwelche Fragen aufkommen, einfach reintippen. Ich nehme mir dann am Ende nochmal die Zeit und beantworte euch eure Fragen. Genau. Zurück zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Genau. Alter, Gesundheit, das wird damit berechnet und deswegen ist es da eben so wichtig, dass man früh genug anfängt. Ähnlich ist es auch bei der Altersvorsorge. Das ist, ich kenne das von mir selber. Für mich ist mein Rentenalter noch super weit weg. Man darf nur nicht vergessen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenig anzusparen und dafür halt später mehr rauszubekommen. Und das ist auch das, was euch wahrscheinlich in eurem Umkreis immer von wahrscheinlich eher Elternseite begleitet. Ja, super wichtig, dass man da früh anfängt, weil ihr habt eine super lange Laufzeit. Also bei mir sind es jetzt offiziell noch 40 Jahre, die ich Zeit habe anzusparen. Und genau, ein Thema ist bei den beiden Versicherungen auch groß, was ich euch gern ans Herz legen würde, das ist, dass ihr euch da eine Beratung sucht. Also das sind Themen, klar, man kann sich im Internet belesen, aber Versicherer haben wirklich mittlerweile die Möglichkeit, diese Themenbereiche, was euer Leben angeht, zu analysieren. Also wir haben Beratungstools, die werden auf euch geformt. Euch wird auch ganz genau nochmal erklärt, was für staatliche Leistungen gibt es, was kann ich privat absichern, gibt es eine Mischung und solche Geschichten. Da ist es echt immer gut, sich nochmal Hilfe zu holen von einem Berater. Und wie ihr den richtigen Berater findet, das
kommt dann in Schritt 2 noch. Genau. Gehen wir weiter. Das ist wahrscheinlich eine Etappe, die habt ihr schon, die erwartet euch nicht, sondern Hobbys. Jeder von uns hat Hobbys und genauso individuell wie Hobbys sind, sind halt auch Versicherungen. Ich will euch gar nicht jetzt im Einzelnen aufzählen, welche Versicherung wo, wann abzuschließen ist, weil die Welt ist einfach riesig und wie gesagt, es geht immer nur um euch als Individuum und nicht um irgendwelche Leute, die mir erzählen wollen, was ich abzusichern habe. Dem einen ist zum Beispiel sein kostenfreies Taxi, habe ich es mal nett genannt, sein Fahrrad, hoch und heilig. Ich kenne es hier in München, hier werden super oft Fahrräder geklaut, also selbst meins wurde schon mal geklaut, also ich habe nur kein super teures, meins ist gar nicht die Rede wert. Genau, andere reisen zum Beispiel gerne. Da ist es auch immer wichtig abzuklären. Gut, jetzt mit Corona verschiebt sich das eh nach hinten. Aber zum Beispiel anders als bei der Haftpflichtversicherung ist in der Reiseversicherung, seid ihr mit 18 nicht mehr über die Eltern mitversichert. Da braucht jeder seine eigene Reisekrankenversicherung. Die nächsten reiten oder haben irgendwelche Hobbys, die gefährlich sind. Da ist es wirklich, liegt es an euch, was ihr gerne absichern wollen würdet und was für euch wichtig ist. Andere haben einen Hund. Ich hätte auch gerne einen. da müsst ihr auch noch mal so das typische, die typischste Aussage von Hundebesitzer: Mir passiert schon nichts, aber was ist denn mit dem Hund? Da ist es einfach wieder wichtig, dass man sagt, okay, schaut auf eure Situation und schaut, was ihr für euch für richtig haltet. Und genau deswegen habe ich in diese Präsentation auch den zweiten Themenblock eingebaut. Das sollte auch so ein Hauptaugenmerkmal sein, worauf ich denn achten sollte, wenn ich mir Hilfe hole in der Versicherungsbranche. Ihr kennt das bestimmt, über Versicherungen wird oft geschimpft. Wir sind aber alle gar nicht so böse, wie es oft erzählt wird. Da gehe ich einmal mit euch weiter. Und wie gesagt, bei Fragen einfach in den Chat schreiben. Genau, worauf muss ich wirklich achten? Der allererste Punkt, den ihr klären solltet, bevor ihr euch überhaupt mit diesem Thema Versicherung auseinandersetzt, ist ganz klar, was will ich? Was ist meine derzeitige Situation? Was habe ich vielleicht schon für Versicherungen? Ihr seht es, auf der rechten Seite habe ich euch ein paar harte Fakten aus der Versicherungswelt mit reingenommen. Wir haben 446 Millionen Versicherungsverträge in Deutschland, die gerade aktiv sind. Bedeutet, bestimmt haben auch eure Eltern bereits Versicherungen, haben vielleicht auch sogar für euch was abgeschlossen. Wir haben das ganz oft, dass die Omis und Opis was abschließen für die Enkelkinder. Deswegen müsst ihr euch da auch einmal erkundigen in der Familie, besteht überhaupt für mich bereits irgendwas oder fange ich direkt bei Null an? Genauso müsst ihr auch darauf achten, wie gut kenne ich mich überhaupt aus. Da hilft auch gerne mal googeln, im Internet nachlesen, dass ihr euch so ein Grundgerüst stellen könnt, was für euch wichtig wäre. Und genauso holt euch Erfahrungen von den Eltern, von Freunden, von Bekannten und entscheidet dann, was ist mir bei mir wichtig oder in meinem Umfeld. Zum Beispiel vorhin hatte ich das Beispiel mit dem Hund, ja. Ist der mir besonders wichtig? Lege ich da besonders viel Wert drauf?
Macht erstmal euren Standpunkt für euch klar, bevor ihr euch dann Hilfe holt. Weil wieder zu meinem Anfangsleitthema ist, andere Versicherungen sind egal, es geht nur um mich. Ja, wir sehen es auch bei den Zahlen, 75%, also ein Dreiviertel der deutschen Bevölkerung hat seinen Hausstand versichert, aber nur ein Viertel hat seinen Beruf versichert. Also es ist wirklich individuell und da müsst ihr einfach selber entscheiden, was für euch wichtig ist. Und dann geht es darum, den richtigen Berater zu finden und auch die richtige Versicherung. Ihr müsst bei der Auswahl von eurem Berater darauf achten, ob er euch zuhört, ob er versteht, was ihr wollt. Ihr müsst euch auch mit dem Berater verstehen. Also ich habe mich ganz bewusst damals für junge Leute entschieden, weil ich gesagt habe, okay, ich komme auch auf einer persönlichen Ebene ganz anders, natürlich mit Gleichgesinnten, sagen wir es mal so klar, als vielleicht ältere Generationen, die ganz andere Themen bewegen, als sie jetzt mich bewegen. Und deswegen sage ich auch immer super gerne, ich bin die Versicherungsfreundin. Also ich schließe immer Freundschaften mit meinen jungen Kunden zum Thema Versicherungen. Und das ist halt auch super wichtig. Also ihr müsst euch wohlfühlen. Das ist nichts anderes als eine Berufswahl oder irgendwas Ähnliches. Es geht da echt um ein Thema, was euch langfristig begleiten soll und auch ein Berater, der euch langfristig begleiten soll. Und genau, und der soll aber auch verstehen, worum es euch geht. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 30 € im Monat zur Verfügung und ich würde gerne damit schon mal was für die Rente tun. Dann bringt es natürlich nichts, wenn ihr merkt, okay, euer Berater hat euch gar nicht zugehört und möchte euch jetzt irgendwie eine Rentenversicherung anbieten, die, weiß ich nicht, 100 € im Monat kostet. Ja, also es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Vor allem müsst ihr auch darauf achten, eine gute Versicherungsberatung lebt davon, dass ihr von eurer Situation erzählt. Und wir als Kundenbetreuer nehmen erstmal die Informationen auf, dass wir erstmal verstehen, okay, wo stehen wir mit euch gerade? Und natürlich gibt es auch, wie überall in jeder Branche, schwarze Schafe. Und lasst euch da halt nie was aufzwingen. Also lasst euch niemals von jemandem sagen, ihr müsst das und das haben. Wir sind dafür da, euch zu begleiten, euch so ein bisschen eine Richtlinie zu zeigen, okay, welche Optionen haben wir, welchen Weg können wir zusammen gehen. Und wir sind eben nicht dafür da, euch zu sagen, okay, du musst jetzt hier und hier unterschreiben, weil das brauchst du unbedingt. Das sollte wirklich kein Versicherungsgespräch sein, wie es denn im Buch steht. Und worauf ihr bei eurem Beratungsgespräch achten solltet, was ihr nochmal ansprechen solltet, sind eben Dinge wie Laufzeit der Versicherung. Viele denken auch immer, man kommt aus Versicherungen gar nicht mehr raus. Das stimmt alles nicht. Alles hat einen Anfang und ein Ende und ihr könnt auch selber das Ende bestimmen. Genau. Fragt nach Bedingungen, fragt danach, ob das wirklich jetzt das ist, was auf euch passt. Fragt nach dem Preis, klar. Also wir müssen ja irgendwie kalkulieren, ja, in unserem Privatleben. Und schaut auch, ob euch der Berater alternative Vorschläge bringen kann, ob vielleicht irgendwie Kombiversicherungen möglich sind. Das sind alles so Themen, die solltet ihr immer im Hinterkopf haben, wenn ihr euch da Hilfe holt. Und ja, genau. Was auch wichtig ist, was euch da auch helfen kann, lest gerne Google-Bewertungen, insgesamt Bewertungen im Internet, die euch
helfen können zu verstehen, okay, ist das jemand, der gut bei den Leuten ankommt oder nicht? Und dann könnt ihr auch guten Gewissens in euer Beratungsgespräch einsteigen. Genau. Falls noch Fragen sind, schreibt mir die jetzt auch gerne noch rein. Und falls euch später mal Fragen einfallen, habe ich hier für euch noch einen WhatsApp-QR-Code. Den könnt ihr euch jetzt abscannen. Da kommt ihr direkt in meinen Chat rein. Also bedeutet, wenn ihr heute irgendwie mehr Vorträge anschaut und sagt, okay, ich will mir meine Fragen irgendwie für später aufheben oder ich will noch mal kurz drüber nachdenken oder schauen, wer diese Frau Lappo überhaupt ist, bevor ich hier eine Frage stelle, dann scannt euch das ab und schreibt mir gerne. Ich bin heute noch den kompletten Tag erreichbar, danach natürlich auch die ganze Woche. Also ihr erreicht mich theoretisch unter der Telefonnummer immer. Manchmal schlafe ich, da antworte ich dann nicht. Und ich sehe schon, es trudeln auch Fragen ein. Da würde ich dann jetzt auch noch mal gern drauf eingehen. Für alle, die nach der Veranstaltung, wenn ihr rausgeht aus der Veranstaltung, könnt ihr euch eine, ja, so eine Art Online-Visitenkarte, Flyer downloaden. Da habe ich auch noch meinen Agenturchef, den Herrn Ziegert, mit seiner Lilly auf dem Schoß mit reingenommen. Da sind wir im Büro und am Handy erreichbar. Also, wie ihr seht, erreicht ihr uns immer. Für Fragen zur Versicherung oder zur Allianz ganz gleich. Stellt gern die Fragen. Und genau, ich würde dann kurz gern auf die Fragen eingehen, die hier eintrudeln. Kurz lesen. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Es tut mir leid. Wie ist es für die Allianz zu arbeiten? Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, super spannend. Also es ist, man hat klar was zu tun. Man muss sich auch am Anfang ein bisschen beweisen. Es ist ein bisschen längeres Auswahlverfahren, Bewerbungsverfahren. Das kennt man aber, glaube ich, aus großen Unternehmen nicht anders. Und es macht super viel Spaß. Also ich bin echt wie mein eigener Chef. Ich kann selber entscheiden, wie ich vorankommen will. Es gibt super viele Aufstiegsmöglichkeiten. Ihr könnt von ganz unten nach ganz oben gehen. Ihr könnt euch auch gleich oben bewerben und oben einsteigen. Also es ist echt kunterbunt durchgemischt. Es gibt die verschiedensten Aufgabenbereiche. Ich kann jetzt aus Erfahrung nur für mich als Kundenbetreuerin sprechen. Und das macht wirklich Spaß. Also das ist ein Job, der, also ihr müsst halt gern mit Leuten zu tun haben, klar. Und ein bisschen Versicherungs interessiert, sage ich mal, sein. Klar, wenn ihr sagt, okay, ich hasse Versicherungen, dann wird das vielleicht nicht unbedingt der Job sein, der euch glücklich macht. Aber ich kann euch beruhigen. Also es ist super spannend. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr mich auch gerne ansprechen. Ich vermittle euch da super gern, sag euch auch noch mal ein bisschen mehr dazu. Vielleicht kann die nette Dame noch mal drauf eingehen, was genau sie interessiert hätte, dann macht es mir das vielleicht auch noch mal leichter. Genau. Da kommt noch eine Frage: Wie sind deine Arbeitszeiten bei der Allianz? Meine Arbeitszeiten sind super flexibel. Also was ich mache, ist kein 9-to-5-Job. Also ich teile mir die Zeit selber ein. Klar habe ich Bürozeiten, in denen ich auch mal im Büro sein muss, aber grundsätzlich richte ich mich nach euch. Also sprich, wenn ihr mir jetzt im Nachgang schreibt,
Hey, Victoria, hat mir gefallen, was du gemacht hast. Können wir uns da mal zusammensetzen? Ich habe jetzt nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr Zeit und mir passt das. Dann treffen wir uns halt um 19 Uhr. Also ich bin da echt super flexibel in dem, was ich mache. Ich arbeite, wenn halt Arbeit da ist, sagen wir es so. Genau, also es ist, ihr teilt euch das zum Großteil selber ein und ich hoffe, dass ich damit die Frage beantworten konnte. Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön für alle, die dabei waren. Und genau, schreibt mich gerne an, wenn jetzt im Nachgang doch noch Fragen offen sind. Ich bin für euch da.